Hallo Leute, ich will heute zeigen, was ich so mit rausnehme auf die Touren oder zu den Ausflügen ins Camp und was vielleicht auch als Prepper Food zählt. Und ich hoffe doch, ihr seid dabei. Heute will ich zeigen, Maggi, klare Brühe, okay, Maggi muss es ja jetzt nicht sein, und Backerbsen, und das ist natürlich Geschmackssache, manche Leute mögen die Backerbsen nicht, deswegen als erstes hier mal nur die klare Brühe, wie man glasklare Sache, klare Brühe, sich mit heißem Wasser zubereitet und dann entweder schlürfen oder löffeln kann. Für die Leute, die nur die klare Brühe wollen, habe ich hier, so packe ich mir das dann ab, PET-Linge, die bekommt ihr bei eBay für, also habe ich jetzt echt gerade keine Ahnung, was ich dafür bezahlt habe, einfach eingeben PET, und das sind so diese Teile, aus denen später die Getränkeflaschen geblasen werden. Und die sind relativ stabil, also ist wirklich eine feste Sache, kann ich nur empfehlen, für draußen sehr gut. Ich habe darin auch immer Kaffee und Zucker. Ja, und um das da reinzubekommen, die klare Brühe, ist dann natürlich ein Trichter sehr hilfreich. Okay, soweit dazu. Wenn ich dann doch die Knallerbsen, die Backerbsen mit dabei habe, tue ich beides hier rein. Das ist auch ganz easy, das ist einfach eine gebrauchte Smoothie-Flasche, die ich ein paar Mal gespült habe. Also, ich hätte vielleicht noch besser spülen können, aber das ist jetzt eben so. Wie gesagt, kann man dann wunderbar hier einfüllen, hat ein großes Einfüllstutzen. Kann ich nur empfehlen, vor allem in den herbstlicheren Zeiten oder geschweige denn im Winter, eine klare Brühe und Backerbsen. Das gibt nochmal Power, das hält schön warm. Euch sage ich, geht raus, daheim sterben die Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen.